drin ist. Kannst ruhig bleiben, jetzt ist es schon da. Ja, das oh ja. Ich sehe ihn. Okay, Is, was ihr jetzt sehen werdet, ist, wie man ein Spiel durch ein paar Bewegungen geschickt auseinander nimmt. Und zwar, als erstes gehen wir zu dem Haus. Wir werden uns auf der Mitte des Fensters positionieren. Da. Gehen jetzt wieder zurück, gehen in den Shop, in den, also erstmal zum Tree, gehen jetzt in den Laden und kaufen den Spiegel und zwar insgesamt ein paar Mal und Credit Warp. Das war. Moment, 19 Sekunden? 19 Sekunden, Leaderboard. Die haben ein bisschen spät gestartet, den Timer. Wir haben den Timer ein bisschen später gestartet, ja. Das wäre sonst neuer Weltrekord gewesen. Würde ich jetzt sagen, zack, Setup 2 zu Simulation Action jetzt auch nur 5 Sekunden, dann bin ich glücklich. Oh, wow. Okay, die Frage ist, sie macht es nochmal. Das ist super. Ja, sie erklärt jetzt genau, wie das funktioniert. Also wie gesagt, man geht zu diesem Haus unten als Adol, positioniert sich da auf Höhe der Fenster. Geht jetzt hoch, geht bis man bei nach diesem Baum ist, da. Und geht jetzt in den Laden rein. Um einmal den Spiegel zu kaufen. Dann nochmal das dreimal zu versuchen und dann den Laden zu verlassen. Und das bringt das Spiel irgendwie dazu, dass man zu den Credits warpt. Okay, also Sachen, die man niemals machen würde, aber es funktioniert. Ja, es funktioniert. Wow. Vor allen Dingen, wie man darauf kommt, dass man nur dadurch, dass man halt sich dahin bewegt und dann halt dreimal versucht, einen Spiegel zu kaufen, den Credit Warp hat. Es ist, ja, mind blown. Wirklich, mind fucking blown.